Die vielfarbigen Fachwerkhäuser haben der Stadt Linz ihren zweiten Namen verliehen: Bunte Stadt am Rhein. Dass ein schöner Name allein nicht gegen das Aussterben der Innenstädte hilft, hat in Linz zu einer eigenen Initiative geführt. Unter dem Motto Heimat shoppen engagiert sich die Linzer Werbegemeinschaft für die heimischen Gewerbe. Wir sind, wie Sie sagen, alles Einzelhändler, Gewerbetreibende, überwiegend Einzelunternehmer, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam als Solidargemeinschaft einige Sachen auf den Weg zu bringen. Veranstaltungen, Werbekampagnen etc. Inmitten der malerischen Altstadt des Rheinstädtchens hat sich der CDU-Politiker Christian Baldauf mit den Verantwortlichen der Initiative getroffen, um sich zu informieren. Ein großes Thema der Gewerbetreibenden: Erhaltung der Innenstädte und verkaufsoffene Sonntage. Gerade hier sieht der Landespolitiker Nachholbedarf. Ich gehe stark davon aus, dass vor allem die Frage gestellt wird, wie die Innenstädte auch erhalten bleiben können. Wir haben als CDU-Fraktion gefordert, dass wir in diesem Jahr ausnahmsweise 4 verkaufsoffene, anlasslose Sonntage brauchen. Ich kann nicht verstehen, warum das die Regierung mit Ministerpräsidenten Dreyer ablehnt. Es ist überlebenswichtig jetzt, gerade für die Gewerbe, auch in Städten und Gemeinden, dass sie diese anlasslosen Sonntage verkaufsoffen bekommen. Wie die Erhaltung ihrer Innenstadt sichergestellt werden soll, wissen die Mitglieder der Linzer Werbegemeinschaft genau. Im Vordergrund steht für den Vorsitzenden vor allem eines. Also wir haben natürlich jede Menge Wünsche, vor allen Dingen aber auch Sorgen. Und ich wünsche mir, dass der Herr Baldauf sich die Sorgen und Nöte anhört, aber auch die Entwicklung, die Arbeit, die wir leisten oder wie wir mit den Problemen umgehen und welche Sachen wir vorhaben oder auch im Weg gebracht haben. Bürger, die Eigeninitiative zeigen und selbstbestimmt für den Erhalt ihrer Innenstädte kämpfen. Christian Baldauf ist beeindruckt. Es ist ja oft so, der Rufer im Wald alleine zählt nicht viel. Es ist immer besser, wenn man sich zusammentut. Und gerade bei den Gewerbetreibenden, die ja ganz unterschiedlichen Gewerben nachgehen, ist es extrem wichtig, auch für die jeweilige Stadt, für die jeweilige Gemeinde zusammenzuarbeiten. Und das funktioniert in Linz, der bunten Stadt am Rhein. Vor allem dank der heimischen Werbegemeinschaft.